Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es um wieder mal ein Unboxing. Einmal möchte ich euch sowieso generell näher bringen, dass Hörbücher zu hören eine sensationelle Möglichkeit ist, euch weiterzubilden. Und ich kann jetzt in Zukunft immer, ich habe ja meinen Job gewechselt, ich bin nicht mehr im Lauf- und Werbungsaustragenden Gewerbe tätig, sondern habe mich selbstständig gemacht. Da habe ich natürlich eine Möglichkeit gesucht, meinen iPod dann unterwegs beim Laufen jetzt oder im Fitnessstudio immer bei mir zu haben und da was zu hören. Und da habe ich hier von Apple sogar dieses Armband gefunden für den iPod. Das ist, glaube ich, der iPod der 5. Generation. Und das will ich mal mit euch zusammen auspacken und ausprobieren. Das war nicht billig. Ich habe da rumgesucht auf Amazon und habe dann das hier gefunden und habe gedacht, okay, aber Apple, ich bin schon mit dem Ding jetzt so zufrieden gewesen. Der war teuer in der Anschaffung damals, aber ich habe ihn jetzt bestimmt schon 4 oder 5 Jahre. Und was das Ding in meinem Leben ausgelöst hat, unglaublich. Der hält bisher immer noch super. Ich habe da drüber schon, keine Ahnung, die letzten 4, 5 Jahre 4 bis 5 Stunden pro Tag gehört oder ein bisschen weniger und das ist mega, mega Teil. Deswegen habe ich gedacht, guckst du hier auch auf Qualität, kaufst dir so ein Ding von Apple. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich quatsch wieder mal echt viel. Wir gucken jetzt mal, ob der Kollege hier reinpasst, ist noch nicht mehr wie das Armband hier drin. Und habe dann natürlich auch direkt einen Sportkopfhörer gesucht. Er passt aber auch wunderbar hier rein. Es hatten ein paar Leute bemängelt, dass der Kopfhörerausgang bei ihnen wohl an der falschen Seite wäre. Bei mir passt das hier, man sieht es, ist auf jeden Fall an der richtigen Seite. Und das Ding fühlt sich hochwertig an. Kann sein, dass es, weiß nicht, ob es Leder ist, aber oder so ein Kunstleder. Und jetzt testen wir gerade mal, ob das Ding auch um einen fetten Arm drum passt. Ja, das ist doch optimal. Katsching, nicht zu fest, aber es sollte auch nicht runterfallen. Ja, ist doch super. Also im Fitnessstudio vielleicht ein bisschen weiter nach oben noch. Man merkt, es ist ein bisschen elastisch hier. Aber ich finde es gut. Okay, wenn ich jetzt hier Bizeps Curls machen will, dann wird es wahrscheinlich spannend. Aber ich glaube, ich bin da echt mit zufrieden. Jetzt machen wir noch hier die Kollegen auf von Philips Laufkopfhörer. Waren laut den Bewertungen auf Amazon extrem cool. Das will ich natürlich auch mal testen. Auch beim Laufen natürlich. Aber erstmal so, Junge, gehen nicht hier raus. So. Ich glaube, 8 Euro oder 9 Euro. Ich habe dann direkt 2 bestellt, weil ich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass die Kopfhörer dann irgendwann ihren Dienst aufgeben. Und ja, testen wir mal. Ich habe ja eigentlich In-Ear Kopfhörer, aber ich dachte jetzt zum Laufen sind die vielleicht nicht ganz so geeignet. Rechts. Und links. Ich habe immer bei den Dingern, die drücken mich immer im Ohr. Deswegen, ich bin eigentlich kein Freund von solchen. Und hier ist es auch schon wieder so, dass die drücken links. Also ich bin da sehr, sehr empfindlich. Ich bin mal gespannt. Ich werde es mal austesten beim nächsten Lauf. Ich meine, die müssen oder sind ja nie länger als eine Stunde in meinem Ohr. Und meist fängt es bei mir dann nach 2 oder 3 Stunden dann schon an zu drücken und weh zu tun. Aber ich muss jetzt gerade schon sagen, das tut jetzt sogar schon weh. Das ist eher unvorteilhaft. Wir können auch gerade mal, ich teste gerade mal auch den Klang, weil... hervorragend beim Hörbuch. Haben wir hier Mucke. Geil. Ja.
Also der Klang ist echt super für so einen billigen Kopfhörer und meine Herren, wenn der 2, 3 Jahre hält, dann hat er auf jeden Fall seinen Dienst getan. Ich finde es super, ich muss jetzt halt mal testen, wie sich beim Sport bewährt. Wahrscheinlich wird der iPod hier drunter ein bisschen anschwitzen, das ist ja auch ganz normal. Und ob das halt auch hält, beim Joggen. Ja, sieht schon gut aus. Der Kopfhörer drückt ein bisschen rechts, geht's, links drückt es etwas. Vielleicht kann ich da noch irgendwie das ändern. Aber ja, vielleicht nehme ich auch hier meine In-Ear. Die habe ich jetzt seit, sind übrigens von Sony, die habe ich jetzt schon seit über 2 Jahren. Die halten wunderbar. Es ist halt nur beim Laufen, gehen die wahrscheinlich irgendwann raus. Muss mal schauen. Gut, das war mein Unboxing hier von dem schönen Armband und den Kopfhörern. So, mal gucken, wie sich das im Praxistest bewährt. Vielleicht werde ich da nochmal ein Video drüber machen. Alles in allem ist es einfach eine coole Möglichkeit. So könnt ihr Sport machen, könnt euch auf die schöne Natur konzentrieren und euch noch weiterbilden. Und das ist einfach eine Sache, die ich gerne nutze, da mir jetzt das bei meiner Hauptarbeit fehlt, dass ich da kein iPod mehr hören kann. Von daher freue ich mich da schon richtig drauf, auch im Fitnessstudio. Und weil da läuft meist halt Mucke und ich habe einfach gerne dann die Zeit für mich, wo ich mich weiterbilden kann und mir Hörbücher reinziehen kann. Warum das Ganze? Weil ich einfach ein unternehmerischer Mensch bin. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir hier uns wiedersehen. Lasst ein Abo am Start. Jede Woche Sonntag gibt es hier ein neues Video von mir. Bis dahin, euer Daniel. Ciao. Yeah.